Guten Tag, Kollege. Du bringst heute an diesem Wintertag den Regio von Erstfeld über Göschenen nach Airolo. Lass die Fahrgäste zusteigen und rüste auf. Gute Fahrt. Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Train Simulator 2019. Wir befinden uns heute wieder auf der Strecke der Gotthardbahn. Und wir fahren heute ein Szenario von Frankfurtbahn mit dem Regio. Mit einem Fahrzeug, ja, RE4-4. Ne? Oder 11382. Ne? Das ist auf jeden Fall unser Fahrzeug. Hier steht jetzt auch nochmal RE4-4. Ja, und ich würde sagen, lassen wir mal die Fahrgäste einsteigen. Auf Zugten draußen. So, Zugspitzenlicht schon mal an. Ja, der liebe User Frankfurtbahn hat ein neues Szenario für die Strecke veröffentlicht. Das ist auch das allererste Szenario. Und ja, was sie für diese Aufgabe benötigt, ist halt, glaube, die 3D-Güterwagen. Und ganz wichtig ist, ihr bräuchtet die Strecke SBB Route 1, denn dort gibt es diese Lok, beziehungsweise dieses Fahrzeug. Denn ohne dieses Add-on funktioniert leider die Aufgabe nicht. So, wir heben schon mal den Panto. Das ist der Hauptschalter. Hier ist der Panto. So. Panto ist gehoben. Sehr schön. Servus, Kollege. So, hier haben wir wieder dieses komische Zugsicherungssystem. Da blicke ich irgendwie nicht durch. Hier haben wir Licht. Ja. Instrumentenbeleuchtung haben wir nicht. Ist aber auch, glaube ich, automatisch an, wie es aussieht. Ja. Nicht wundern über die Grafik, denn das ist ein Fahrzeug, ja, das gibt schon sehr lange, beziehungsweise das Add-on SBB Route 1 von simtrain.ch. Dieses Add-on kam nämlich raus, wo es noch den Train Simulator 2015 gab, also von daher nicht wundern, ja. Nicht, dass ihr jetzt denkt, wir sind 2019, warum so ein hässlicher, so ein komischer Führerstand. Also, nicht wundern, ne? So, ich denke mal, soweit ist eigentlich alles aufgerüstet. Ich denke mal schon. Mal schauen, was ist das hier? Ich komme mir gerade echt wie so ein Depp vor. Ist so. Gerade was Schweizer Strecken angeht und Fahrzeuge. Das ist übrigens Innenraum. Nichts tun und trotzdem befördert werden. Ja. Man sieht halt, ne, im Jahr 2015, da war noch nicht so großartig viel los. Ne? Das sieht aber auch aus. Mein lieber Scholli. Ja, ich hoffe, dass die Audioaufnahme okay ist. Laut OBS übersteuere ich mal wieder, angeblich, aber naja. So, Service Blick. So, dann können wir jetzt auch abfahren. Los geht's. Wenn wir hier Maus wieder ausblenden. Ja, heute wieder eine zusätzliche Train Simulator Folge zu diesem neuen Add-on der Gotthardbahn oder Gotthardbahn. Hier haben wir noch so eine Art Fahrplan. Wie so eine Art Ebola. Ja. So. Interessantes Klicken. Hört sich an wie so ein Wecker. Hier so ein Wecker, ne, wenn du zum Beispiel irgendwas im Backofen machst, ne? Naja, so, 80 dürfen wir. Das Szenario geht ungefähr 40 Minuten. Ja, ist okay.
Hoffen wir mal, dass wir gut durchkommen heute, ne? Hoffen wir mal. Müssen wir wirklich mal die Folge danach mal selber anschauen, ob ich wirklich übersteuere. Weil wenn ich wirklich übersteuere, dann tut es mir unendlich leid. So. Na komm, 80 dürfen wir. Ja, warum dieses Szenario? Ganz einfach, ich hatte keine Lust auf ein Standard-Szenario, weil, ganz ehrlich, ich habe keine Lust auf ein Cujo-Sounds. Vor allem dieses Bremsen, Fahrverhalten. Unter aller Würde. Ne? Unter aller Würde. Es geht gar nicht. Strecke ist top. Ja, aber Fahrzeuge vom Sound her, von der Physik her, eine reine Katastrophe. So. Ah. Naja. Haben auch hier zwei Sitzpositionen. Aber mehr großartig kannst du hier auch in der Lok nichts machen. Ne? Ist jetzt aber nicht so schlimm. Servus, Kollege. Was wir noch machen können, ist Fenster öffnen. Aber da spürst du auch keinen Soundunterschied. Dass das Fenster offen ist. Also ist mir bisher noch nicht bekannt gewesen, dass man die Außengeräusche hört, wenn das Fenster offen ist. So. Uhr funktioniert auch. Das ist sehr gut. Bloß der Kilometerzähler zählt nicht mehr mit, aber das ist wurscht. So, wir haben Fahrt, das ist sehr gut. Was der Piepen tut, das ist das Zugsicherungssystem. Sobald wir quasi über ein Signal fahren, fängt es an zu piepen. Das löst halt dieser Magnet aus. Und sobald das Signal zum Beispiel sagt, Geschwindigkeitsbegrenzung oder Halt erwarten, dann müssten wir das Signal bestätigen. Ja, Höchstgeschwindigkeit 140 km/h. So, hier wird es gleich auch wieder piepen, sobald wir über diesen Magneten gefahren sind. Genau. Und es geht bergauf. Und ich hoffe, ich verkacke das Szenario nicht. Weil die letzte Fahrt war ja echt eine, ja, Katastrophe in der Schweiz. Oh, noch einer. Ja, servus. Guter Zug. Kesselwagen. Ordentlich viel Verkehr hier. Und da kommen wir auch schon in den Tunnel. Kleiner Tunnel. Ist das das Zugsicherungssystem, was der klicken tut, oder ist das einfach nur, ich weiß es nicht. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, wie du, wenn ihr das, falls ihr das wissen solltet, was dieses Klicken bedeutet. Ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung.
Hey, schön. Schön, schön. Boah, ich hoffe wirklich, dass der TS nicht zu laut ist bei der Aufnahme. Das wäre sehr ärgerlich, wenn der TS zu laut ist und man kann mich gar nicht verstehen. Eieiei. Ist halt typisch Sven auf dem CTV. Vollprofi. So, Signal sagt Fahrt. So, dann müssen wir da sein. 15:22 in 20 Kilometern. Ja, sind pünktlich. Hoffe ich. Die Schweizer Bundesbahn ist ja eigentlich immer pünktlich. Pünktlicher als die Deutsche Bahn. Weil man darf ja nicht vergessen, die Schweizer Bundesbahn hat doch einen besseren Fahrplankonzept als die Deutsche Bahn. Ne? M müsste, glaube ich, das Zugsicherungssystem sein, oder? Und das muss einfach nur bestätigen, ne? Zurücksetzen, Zugsicherung. Ja. Ich denke mal, einfach nur einmal bestätigen, wenn du ein gelbes Signal überfährst. Es wäre peinlich, wenn ich jetzt Zwangsinn liefern würde. Okay. Eine Stille hier und es geht auch ganz schön bergauf hier, ne? Also ist doch der Wahnsinn. Junge, die Leute sehen aber auch aus, ey. Du willst lieber nur vorne sitzen bleiben. Aber wenn man es so sieht, ne, ist ja dieses Zugsicherungssystem hier eigentlich deutlich einfacher als in Deutschland, ne? Weil da hast du nicht hier obere Zugart, untere Zugart, mittlere Zugart und so, ne? Kommt ein Signal, bestätigst es und dann wird abgebremst. Fertig. Ja. Gibt es auch hier keine 1000 Hertz, 500 Hertz, Servus. Hast du nicht. Ist einfach nur ein einfaches Zugsicherheitssystem. Ach, lassen wir rollen. Die 2-3 km drüber machen es jetzt auch nicht. Wir müssen ja eh wieder Schub geben, weil es wieder bergauf geht. Fahrdienstleiter, in Göschenen wird dich der Intercity nach Lugano überholen. Du hast in Göschenen, Mann, einen Aufenthalt von ca. 5 Minuten. Alles klar, Fahrdienstleiter, dankeschön. Wir haben vom Intercity überholt, ist doch toll. Hoffentlich ist er pünktlich. Ah, da mache ich mir wenig Gedanken in der Schweiz. Es ist nur halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auf der linken Spur zu fahren, ne? Weil normalerweise fährst du rechts, jetzt bist du aber in der Schweiz und fährst links.
Dementsprechend ist auch der Führerstand links, nicht mehr rechts. Okay, Göschenen, meine Güte, haben wir sowieso planmäßigen Aufenthalt. Interessiert würde, was hier überhaupt draufsteht. Ja, das ist auf jeden Fall hier die Route von der Strecke. Der SBB-Route von Pfaffikon nach Bad Ragaz oder so was in der Art. Oh ja, ja, ja. Aber interessant. Ah. Dienst. Oh. Dokumente. Die haben nicht so einen einfachen Ebola. Die haben wie so eine Art großen Tablet. Quasi. Mit mehr Funktionen. Was ich mich aber frage ist, muss man eigentlich in der Schweiz auch Zugdaten eingeben für die Zugsicherung? Das weiß ich gerade überhaupt nicht, weil in Deutschland, ne, bei jedem Fahrzeug musst du immer die PCB eingeben, die ganzen Bremsmonitor-Daten, hast du nicht gesehen. Ja. Da würde mich das schon interessieren, ob das auch in der Schweiz so der Fall ist. Du da auch Bremsmonitor eingeben musst. Da würde mich auch interessieren, wie das Zugsystem allgemein in der Schweiz ist, wenn du jetzt zum Beispiel Güterzug fährst und sowas. Bei Zugsicherung. Die Zugsicherung ist ja quasi einfach, aber der Bremsweg ist doch viel unterschiedlicher als Nahverkehr. Also wenn jetzt, ja, also der Bremsweg ist deutlich länger als jetzt reicht sich zusammen, Trainings. Sag, was du sagen willst, Mensch. Also der Bremsweg bei einem Güterzug ist ja logischerweise viel länger, als wenn du jetzt nur mit einem Personenzug fährst. Von daher, ne? Da frage ich mich, ob es da auch einen Unterschied gibt mit dem Zugsystem und ob man da auch die Bremsmonitor so eingeben muss. Ne? Ich glaube, ich habe mein Trinken vergessen. Das ist doch eine Sauerei. Mal trinken vergessen. Nee, 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 das geht nicht. Aber immerhin wollte ein bisschen mehr was im Tunnel sehen, ne? Als in der letzten Folge. Beziehungsweise bei der letzten Zusatzfolge. Da konntest du kaum was sehen. Das kann jetzt auch an der Nebel liegen, der das jetzt hier mit dem Train-Simulator verursacht wird. Ja. Kommt sogar überpünktlich an, Mensch. Lol. Taurus. Der mischte Güterzug. Schön. Ja, am Samstag findet auf jeden Fall ein Livestream statt auf meinem Kanal. Das habe ich ja schon in der letzten Folge angekündigt.
ob ich auch am Freitag streame, weil ich hatte ja eigentlich vorgehabt, Freitag und Samstag zu streamen, so ein Zweiteiler-Stream. Das weiß ich noch nicht, ob ich den Freitag auch streame, aber wenn ihr diese Folge gerade seht, dann wisst ihr eh schon Bescheid, ob es Freitag stattfindet oder nicht, ne? Und da überlege ich mir, ob wir hier auf dieser Strecke nochmal eine Tour fahren, wenn ein neues Szenario veröffentlicht worden ist. Wenn kein neues Szenario veröffentlicht worden ist für diese Strecke, werden wir nicht auf dieser Strecke fahren, weil, ganz ehrlich Leute, ich habe keine Lust auf Coolio Sounds. Ja, also, ne, will ich mir ehrlich gesagt nicht antun, weil du kommst dir wirklich vor, als ob du mit einer scheiß 101 erfährst und, kannst du vergessen. Ja. Ich weiß auch nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Ne? Aber es ist eigentlich sehr traurig, dass man das Fahrzeug so vernachlässigt, was Qualität angeht. Haben wir eigentlich auch Fernlicht? So aus. Geil. Wir haben Fernlicht. Beim Eltern hat nicht mal ein Fernlicht, ey. Jetzt muss ich mal gucken, ob das Fernlicht auch wieder aus ist. Das ist korrekt, dass ich das mal mache. Aber die Schweiz hat ja auch keine SIFA, ne? Kann das sein? Bei der Gotthardbahn, das Fahrzeug hat keine SIFA, das sind hier anscheinend keine SIFA. Aber Polen hat eine SIFA, das weiß ich, falls es Polen war. Ich habe das mal für euch dann gefahren und habe gesehen, da haben sie halt mit den Fingern halt immer die Taste alle 30 Sekunden. Mal ein Wunder.
Müssen wir mal abbremsen. Pünktlich, nicht überpünktlich. Kommen wir jetzt hier rüber. Ach, guck an. Ja, moin. So. Ausstieg rechts. Kollege, bremst. Das Signal haben wir noch nicht überfahren, ne? Weil wir keine Zwangssieg gekriegt haben. Aber wir können trotzdem mal ein Stück zurückrollen, damit wir das Signal noch sehen können. Da oben. Ich wundere mich schon, wo das Signal ist. Na gut, machen wir die Türen auf. Eieiei. Aber normalerweise müsste man ja eine Zwangssieg kriegen, ne? Wir haben es ja. Ah, Steven, du Idiot. Da ist die Intercity. Der hält hier an, ne? Kann das sein? Tatsache, der hält hier an. Ja, moin. Schön. Ach, Kollege, du musst aber auch noch die Türen öffnen, ne? Der macht einfach die Tür nicht auf. Und das von Kollege. So. Oh, das sieht da herrlich aus, oder? Guckt euch das mal an. Hier haben wir noch zwei Reisebusse. Und die Frage, wo sind denn die Touristen? Die da unten, oder was? Oh, schön. Ah, das Wasser ist schön. Das ist doch mal eine geile Pracht hier, oder? Ehrlich. Wie gesagt, die Strecke ist wirklich wunderschön geworden. Also kann man echt nicht meckern. Es ist halt bloß das Fahrzeug, was sehr ärgerlich ist, dass man das so misshandelt hat vom Sound her. Das ist doch ein Intercity. Zwei Intercities. Aber keiner von denen macht die Tür auf.
Junge, nee. Das sind Lokführer. So, hier haben wir noch eine RE4-4. 2. Aktionsgesellschaft Braun, Oberle und Co. Baden, Maschinenfabrik Oerlikon. Okay. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Lok. Ja, ich habe die schon mal gesehen. Zwar nur auf dem Kalender, aber die sieht schon geil aus. Lol. Das ist ja ein anderes Gleis. Okay. Ich würde mal sagen, der passt eigentlich hier nicht drauf, ne? Eieiei. Ja. Die fährt so eine Art Schmalspurbahn lang, ne? Jetzt müsste doch so eine Dampflok kommen. Aber die endet dann irgendwo. Irgendwo endet die. Ja, die endet hier. Schade eigentlich. Es wäre cool gewesen, wenn sie jetzt so eine kleine, so eine kleine Schmalspurbahn noch mit rausgebracht hätten. So eine kleine Dampflok für die Gleise hier, ne? Dann hätte man hier schön, ne? Fahren können. Nee. Schöne kleine Dampflok hier, Bahnhof, ne? Das ist schon was Feines, aber die passt hier definitiv nicht drauf, die RE4-4. Die passt nicht drauf, das ist nicht möglich. So, Signal haben wir doch nicht überfahren, weil wir haben hier wieder grün. Und wir dürfen weiter. Ja, das finde ich immer kacke, dass der Panto immer sich wechselt. Das ist halt wie bei der DTG-Standard-Version. Fährst rückwärts, wird der Panto automatisch gewechselt. Das ist nicht so schön. So, jetzt kommt der Gotthard-Tunnel. Beziehungsweise gleich. Und wir dürfen 60 raus. Wir haben noch 15 Kilometer vor uns. So, das ist doch kein Fernlicht. So, da kommt schon ein Kollege entgegen. Servus. Wieder zu. Wir sind auf der falschen Spur, ne? Beide auf der verkehrten Spur und fahren beide rechts. Schön. Und wir dürfen 120. Ich habe immer mehr Angst, dass man mich kaum versteht. Das wäre so schade. So, ein bisschen geheizt hier. Also hier will ich wirklich nicht als Fahrgast drin sitzen, weil was hat der für Schuhe an? Ah. Damals die Eröffnung angeschaut auf YouTube, wo es so eine Sonderfahrt gab. Ich glaube, da wurde auch vom Führerstand aus gefilmt. War sehr interessant gewesen. Ich
glaube, da war auch die Merkel dabei gewesen, ne? War die nicht dabei? Das war auf jeden Fall ein paar Jahre ist es schon her gewesen. War aber sehr interessant gewesen. Also, schön, schön. Drinne 153, gute 150 FPS, fast 160. Ja, geil. Na gut, das sind halt ja Billigwagen. Ist klar, wenn man hier fast 160 FPS hat, ne? Aber hier über 100, das freut mich. Das ist doch mal geil. So, noch 4 Kilometer. Gleich die 80, müssen wir auch gleich noch bestätigen. Aber so gesehen,
Bremsen da jetzt unsere Station kommt. Ah, jetzt haben wir freie Fahrt. Sehr schön. War noch der Bahnsteig besetzt oder was? Aber er bremst deutlich besser als der, ja, komische andere Schrotter. Coolen Schrott. So, servus Kollege. Das war es von außen begutachten hier, ne? Ja, schön. Schön, ne? Da gerade ein, ach, da ist ein Bagger. Ja. Ist das hier nicht das Ganze? Oder ist hier nicht die Station? Ach, ich habe keine Ahnung. Es ist viele Jahre her. Ich werde da bestimmt falsch liegen. So. Erolo. Erolo. Ich weiß nicht, wie man es aussprechen tut. Auf jeden Fall Endstation. Wir sind angekommen. Ein sehr schönes Szenario. Lohnt sich auf jeden Fall. Schön mit viel KI-Verkehr. Zugüberholung. Herrlich. Gut, die Bremsen sind jetzt nicht so astrein, sagen wir mal so, ne? Da musst du schon richtig in die Eisen gehen, aber sonst deutlich besser als der andere Schrotter. So. Dann sind wir angekommen. Mensch, das Wetter sieht aber auch nicht mal so gut aus, ne? Da kommt bestimmt noch was runter. Und ja, können gerne den Panto senken. Hä, warum kann ich denn das hier nicht mehr auswählen? Hä? Das Szenario wurde abgeschlossen. Nach einer kurzen Pause setzt du die Lok um und fährst wieder zurück. Ja. Das macht aber mein Schweizer Kollege, denn ich mache es nicht. So. Wir hatten eine Zwangsbremsung. Oh. Scheiße, haben wir das Signal doch überfahren. Verdammt. Ich habe wirklich gedacht, dass es doch nicht dazu kam. Ah, weil das Signal ja gleich auf grün geschalten hat. Weil das andere Signal, was wir überfahren hatten, ging ja danach nicht mehr auf grün. Ne? Geschwindigkeitsüberschreitung gucken wir weg. Ist so. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Diese eine Zusatzfolge. Das wird jetzt erstmal die letzte Zusatzfolge sein. Wie gesagt, falls es neue Szenarien gibt, bis zum Livestream werde ich dieses Szenario auch nochmal fahren. Muss aber ein gutes Szenario sein. So ein Szenario, wo du mit dem Kujo-Sound unterwegs bist. Und wie gesagt, falls es kein Szenario gibt, dann ist es auch nicht schlimm. Ich habe genug Aufgaben zusammen. Ja, ich hatte sowieso von dem letzten Stream, den ich geplant hatte, noch Aufgaben. Ja, was ja damals ausfallen musste wegen Internetproblem. Momentan ist so auch der Stand, dass halt der Router ausgetauscht wurde. Und ja, deswegen sollte es daran nicht scheitern. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über Kommentare. Falls ich zu leise sein sollte oder zu leise war, bitte ich um Entschuldigung. Ich werde das gleich auch nochmal überprüfen. Und falls ich übersteuert habe, auch nochmal ein dickes Sorry, was ich auch noch überprüfen muss, weil OBS will mich anscheinend verarschen, weil es gab Stellen, wo ich übersteuert hatte bei einer OMSI-Folge und wo ich mir das Video angeguckt hatte, war nix. Ja, also das ist total bescheuert.
Ja, wie gesagt, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Macht's gut. Oder einen schönen Tag, weil ihr das auch anschauen mögt, ne? Und wir sehen uns das nächste Mal wieder im Schwänzelnatter. In diesem Sinne, macht's gut und für alle TSB-Fans, am Donnerstag um 18 Uhr gibt's eine neue Folge. Ciao!